Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Der Weg zum automatischen Börsenhandel mit dem AlgoCamp-Geschäftsführer David Varney. Mein Name ist nicht Nelson Cardoso Neto. Ja, mein Name ist Wolfgang Dender. Ich denke, die meisten kennen mich. Doch bevor wir mit dem Handel starten, der obligatorische Risikohinweis. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und wird im Endeffekt ist es so, dass Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und nicht das Webinar als Handelsempfehlung ansehen. Die Meinung des Referenten ist nicht unbedingt die von FX Flat. Ne? Und mit diesen Worten würde ich eigentlich gerne an den David übertragen. David, du bist soweit? Ja, ich bin soweit. Okay, dann kann es losgehen. Dann musst du nur noch deinen Bildschirm übermitteln. Ja, ich bin dabei. Oh, perfekt. So. Super. Viel Spaß zusammen. Jetzt wähle ich kurz noch den richtigen Bildschirm aus. So, den Hauptbildschirm. Perfekt. Ja, vielen Dank für deine Einleitung. Freut mich heute bei deiner Premiere auch dabei zu sein. Und von mir auch einen schönen guten Abend zusammen, liebe Teilnehmer. Schön, dass wir heute wieder so zahlreich zusammengefunden haben. Wie so oft oder wie fast immer heute auch wieder unser Lieblingsthema auf der Agenda, das Algo-Trading. Heute etwas spezieller für alle Trader, die noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich Algo-Trading oder vielleicht ein paar kleine Erfahrungen gesammelt haben. Aber heute ist das Zielpublikum nicht die erfahrenen Algo-Trader, sondern heute geht es wirklich darum, mal ein bisschen die Angst davor zu nehmen, wie komplex das eigentlich ist. Das heißt, wir gehen heute einfach mal die typischen Schritte durch. Wie installiere ich überhaupt ein Handelssystem? Wie sieht das überhaupt aus? Welche Software brauche ich überhaupt? Das ist wirklich, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, relativ einfach. Wir brauchen dafür nicht viel, außer unseren MetaTrader, den Sie ja eh alle bei FXFed kostenlos bekommen, und halt ein Handelssystem, wo es auch ein paar standardmäßige dabei gibt, schon zum Testen einfach nur, nicht für das Live-Trading, sondern einfach, um die ganzen Schritte mal durchzugehen. Und was mir auf dem Herzen liegt, was ich heute gerne auch noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen möchte, weil das immer so zu dem Feedback passt, was wir bekommen oder zugetragen bekommen, das sind die Erwartungen. Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir am Ende des Tages ja eigentlich wissen, was bleibt am Ende des Tages für mich dabei über? Wie viel kann ich damit verdienen? Kann ich überhaupt was damit verdienen? Und wie viel Kapital brauche ich eigentlich? Da sind die Erwartungen leider ganz, ganz falsch. Was oft dazu führt, dass viele generell vom Trading oder beim Algo-Trading, so unabhängig, wie die Trades ausgeführt werden, früher oder später, ja, ich sage einfach mal, enttäuscht sind, dass die Erwartungen einfach falsch waren. Und deswegen ist das heute auch nochmal ein großes Thema, wie wir eigentlich herangehen an die ganze Sache, was die Erwartungen angeht. Da schauen wir auf ein paar Live-Konten, wir schauen uns ein paar Systeme an, wir schauen mal, was ist möglich gewesen, nicht nur Theorie, sondern also nicht nur, was wäre, wenn, hätte ich wäre, dann wären wir alle Millionär, sondern wirklich, was kam wirklich zum Teil über Jahre rum, was ist die Realität und ganz besonders auch nochmal Thema Backtesting. Das ist natürlich ein Theorie-Thema, aber ein Thema, was für viele auch noch relativ neu ist, einfach herauszufinden, ist ein System überhaupt profitabel? Wenn wir manuell traden, dann müssen wir oft darauf hoffen, also wenn wir irgendwo in einem Webinar, in einer Zeitung oder irgendwo eine Strategie finden, kaufen, zugerufen bekommen, dann wissen wir oft gar nicht, ist diese Strategie überhaupt profitabel? Wie profitabel ist sie? Wie viel Kapital benötigt sie? Wie groß ist das Drawdown und so weiter? Das alles, diese Fragen kann uns ein Backtest beantworten. Auch da keine Sorge, das ist nichts Kompliziertes, nichts Großes. Wir können da relativ einfach und schnell einen Backtest starten, auch ohne irgendwelche zusätzlichen Programme kaufen zu müssen. Alles, der MetaTrader kann eigentlich alles schon, was wir so brauchen, um die ersten Schritte zu gehen, was das Ganze angeht. Ja, das sind so die groben Themen. Ich denke mal, da kriegen wir auf jeden Fall die Zeit heute mehr als gut gefüllt. Von den Fragen her können wir es eigentlich so wie immer machen. Fragen einfach ruhig zwischendrin stellen. Ich habe hier mal das Fragefenster nebenbei auf. Wenn die Fragen dazu passen, dann beantworte ich sie einfach mal zwischendurch. Ansonsten die größeren Fragen, weil die vielleicht jetzt nicht aktuell zum Thema passen, die nehme ich einfach mit zum Ende und dann gehen wir am Ende nochmal da durch. Und wer am Ende immer noch ein paar Fragen hat, der kann sie auch am Ende noch kurz stellen. Das sollten wir von der Zeit alles wunderbar befüllen.
Okay. Fangen wir doch einfach erstmal an mit dem generellen Thema, was viele sich nicht vorstellen können. Das merken wir immer wieder in den Gesprächen mit den Tradern. Wie kriege ich denn überhaupt das Handelssystem in meinen MetaTrader? Gar keine Frage, und das ist auch gar nicht schlimm. Für viele ist es schon eine Herausforderung genug, überhaupt den MetaTrader zu installieren oder sich den Konto einzuloggen. Gar kein Problem. Nicht jedem liegt das so einfach. Aber dann denkt man sich natürlich im ersten Moment auch, das war schon eine Hürde. Wie soll ich es überhaupt schaffen, ein Handelssystem in den MetaTrader zu installieren und laufen zu lassen? Ich kann gar nicht programmieren und so weiter. Viele Ängste, die da sind. Wir müssen gar nicht programmieren. Im Endeffekt ist es relativ einfach. Wenn wir, und das ist die Ansicht, die Sie wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben, einen frischen MetaTrader installieren, das ist jetzt der MetaTrader 4, dann haben wir hier ganz links zum Beispiel unter unserem Konto, haben wir den Reiter Experten oder die Kategorie Experten, besser gesagt, und da haben wir zwei standardmäßige Handelssysteme schon drin. Einmal ein MACD-System und einmal ein SMA-System. Auf jeden Fall nicht aufs Live-Konto anwenden. Diese Systeme sind auf jeden Fall nicht profitabel. Das ist auch gar nicht das Ziel davon, sondern sie dienen einfach, um die ersten Schritte zu gehen. Also wir können sie einfach mal aktivieren. Wir können ein Handelssystem mal backtesten, konfigurieren, um einfach mal zu sehen, wie komplex ist das eigentlich. Und wenn ich mir jetzt die Erklärung drumherum sparen würde, sondern einfach nur sagen würde, ich mache das jetzt, ich aktiviere das Handelssystem, dann sind das vielleicht 10 Sekunden, dann läuft das Handelssystem. Es ist wirklich, wirklich relativ einfach und der Weg ist recht kurz. Aber ich will nicht zeigen, wie schnell das geht oder wie schnell ich dieses System installieren kann, sondern ich will einfach mal kurz erklären, wo eigentlich wirklich die Hürden sind oder wie einfach das eigentlich in Wirklichkeit ist, um Ihnen da auch schon mal die Angst generell vorwegzunehmen, dass die Basis für die nächste Minute auf jeden Fall stimmen, dass Sie nicht Angst haben, dass das Ganze zu kompliziert ist. Also wie aktiviere ich eigentlich ein System? Ich habe jetzt hier einen Chart, standardmäßig Euro-Dollar auf Stunden-Candles geöffnet und ich will jetzt den MACD-Sample EA hier drauf laufen lassen. Was muss ich machen? Es ist wirklich einfach nur ein Doppelklick, klicke hier rauf, dann habe ich einen kleinen Expertenfenster. Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie Indikatoren auf dem Chart anwenden, dann haben Sie das auch. Aber wenn wir hier rüber auf Eingaben gehen, dann kennen Sie auch dieses Fenster von den Indikatoren, beispielsweise beim SMA. Wenn man es da einträgt oder den SMA aktiviert, dann trägt man hier ein, wie tief ist der SMA, also wie weit geht der SMA zurück, welche Farbe hat der SMA und so weiter. Und bei den Handelssystemen haben wir das Gleiche auch. Da können wir zum Beispiel einstellen, mein Take Profit für jeden Trade liegt bei 60 Pips. Ich möchte pro Trade 0,2 Lots handeln. Mein Trailing Stop Loss liegt bei 30 und so weiter und so weiter. Also hierüber können wir das Ganze konfigurieren. Welche genauen Funktionen dahinter stecken, hinter den einzelnen Sachen, spielen jetzt gar keine Rolle. Ich denke mal einfach so Parameter, Take Profit und Volumen. Das sind so ein paar Beispielwerte, mit denen wir jetzt arbeiten können. So, ich klicke auf OK. So, klicke auf OK. Und das System ist aktiv, hat noch keine Handelsberechtigung. Jetzt ist die Frage, wo ist hier das System zu finden? Ganz oben rechts, sieht man wahrscheinlich gar nicht so gut, steht im Chart oben rechts der Name vom Handelssystem. Da steht jetzt MACD-Sample und daneben ist ein Smiley, der momentan traurig guckt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass hier ein Handelssystem läuft, aber dieses Handelssystem noch keine Berechtigung hat. Das bedeutet, ein Klick fehlt noch. Und das ist so der, ich sag mal, der Panikknopf, um alles zu steuern, hier oben. Den Button haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Auto Trading, das ist ein kleines rotes Symbol. Wenn ich darauf klicke, bedeutet das, alle Systeme, die ich aktiviert habe auf dem Chart, dürfen jetzt auch handeln. Das heißt, Sie bekommen jetzt alle Handelsberechtigung. Ich mache einen Rechtsklick, gehe auf Experten, klicke auf Entfernen und das System ist wieder entfernt. Also das Handelssystem ist jetzt nicht mehr aktiv, es ist weg. So. Ich aktiviere es wieder, klicke einfach hier rauf. Klicke auf OK und es ist auf dem Chart. So, dann möchte ich vielleicht noch ein zweites System anwenden. Da möchte ich den British Pfund gegen den US-Dollar handeln. Ich mache einfach nur ein neues Chartfenster auf, nehme hier das andere Handelssystem. Die Parameter stimmen. Ich möchte das so handeln. 0,1 Lot, alles korrekt eingestellt. Und jetzt laufen zwei Handelssysteme. Ich mache die zwei Charts nebeneinander und auch mal an. So, da sehen wir es. Wir sind hier im Euro-Dollar, handeln wir den MACD-Sample und
rechts im British Pfund handeln wir den SMA EA. So, das ist es auch schon, was die Bedienung angeht oder was die Installation angeht. Kurz auf die Frage einzugehen. Ja, alles, was wir jetzt sagen, trifft eigentlich auch 1:1 auf dem MetaTrader 5 zu. Die Oberfläche ist identisch, von der Struktur her ist das identisch. Die Buttons sind wahrscheinlich ein bisschen anders. Vielleicht ist ein Klick mehr oder weniger notwendig, aber generell sonst von der Struktur her ist das identisch wie MetaTrader 5. Wie gesagt, Icons unterschiedlich. Vielleicht ist zwischendurch mal ein Klick mehr nötig, aber sonst generell kann man es eigentlich 1:1 darauf anwenden. Von der Struktur her, das Handelssystem immer in einem Chart laufen, das ist genauso im MetaTrader 5 wie auch im MetaTrader 4. So, hier in dem Chart haben wir den Euro-Dollar auf Stundenbasis, MACD-Sample und ich sage jetzt hier einfach mal, ich ändere das Ganze auf einen Tageschart. Dann greift es sofort auch auf das Handelssystem über. Das heißt, der MACD-Sample nutzt jetzt Tagescandles von den Euro-Dollar. Ich mache was anderes, ich ziehe jetzt hier den DAX rein auf Tagescandles und jetzt handelt das System den DAX auf Tagesbasis. Das gleiche auch hier drüben, den Moving Average, also das SMA-System, handelt den British Pfund US-Dollar auf Stundenbasis. Ich möchte ein paar mehr Trades sehen, dann ändere ich das Ganze auf Minutenbasis und es handelt los. Jetzt passiert was oder ich sage, ich habe genug Gewinne gemacht oder ich habe genug Verluste gemacht oder es passiert irgendwas, ich möchte nicht mehr handeln, ich vertraue dem System nicht mehr, dann ist es momentan auch nur ein Klick entfernt hier oben auf Auto-Trading, das Symbol bedroht und sofort sehen wir, dass die Smileys hinter den Handelssystemen sich ändern, also sie gucken jetzt traurig und das bedeutet, sie haben keine Handelsberechtigung oder ein Fehler liegt vor. Jetzt liegt kein Fehler vor, jetzt hat das System einfach nur keine Berechtigung. So. Und jetzt müssen wir auch keine Angst haben, dass dieses System auf unserem Konto die große Party feiern und ständig ordern und irgendwas machen, was wir wollen. Das geht nicht. Das geht rein technisch nicht. Technisch ist es so abgeriegelt, dass die Systeme nichts mehr machen dürfen auf dem Konto. Und jetzt müssten wir rein theoretisch einfach nur auf unsere Position gucken. Hier haben wir noch eine Position. Könnte sein, dass es die vom Handelssystem ist. Dann würden wir sie noch manuell schließen. Denn wenn ein Handelssystem eine Position geöffnet hat, und sie jetzt keine Handelsberechtigung mehr hat, dadurch, dass wir hier oben das Trading deaktiviert haben, kann es natürlich auch keine offenen Positionen mehr schließen von alleine. Das muss uns mal bewusst sein, dann geht es natürlich nicht weiter. Aber wenn wir jetzt im Panikmodus sind und sagen, wir wollen sofort aufhören, alles raushauen, dann klicken wir oben auf Auto-Trading, machen das Ganze aus, schließen die Position und das war's. Und das ist mal so der Punkt, wo viele noch relativ viel Angst haben davor, überhaupt damit zu starten, weil man es so ein bisschen vielleicht aus dem Börsenfilm kennt, aus den Kinofilmen, wo die Maschinen loshandeln und plötzlich das ganze Konto gegen die Wand handeln. Kann rein theoretisch auf jeden Fall passieren, das darf man nicht unterschätzen, aber ich denke mal von der Struktur her haben wir gesehen, dass das relativ einfach ist. Ich bin nur einen Klick entfernt, ein System wieder die Berechtigung zu geben, einen Klick entfernt, den ganzen System die Berechtigung wieder zu nehmen. Also relativ einfach. So, ich schaue noch mal kurz in die Fragebox. Gibt es das nur für den MetaTrader oder ist es auch beim, ich nehme AT steht für Agena Trader anwendbar. Der Agena Trader oder Agena Trader hat auch die Funktion, automatische Handelssysteme laufen zu lassen. Von der Struktur her ist das aber komplett anders als im MetaTrader. Das kann man leider von der Struktur her oder vom Workflow her, wie man das Ganze anwendet, gar nicht so 1:1 übernehmen. Prinzipiell funktioniert es, aber die Schritte oder das System dahinter, dass es auf Charts basiert, dass wir hier oben den Knopf haben und so weiter, das ist da völlig unterschiedlich. Also ganz, ganz, ganz anders in dem Fall. Gut, aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn eigentlich, wenn ich mir woanders ein Handelssystem besorgt habe? Wenn ich mir ein System kostenlos heruntergeladen habe, wenn mein Freund mir ein Handelssystem schickt oder ich mir eins kaufe oder ich einen Programmierer gefunden habe, der mir das Ganze programmiert, dann ist die Frage, wie bekomme ich denn das System eigentlich jetzt hier rein? Also ich will nicht die zwei Testsysteme handeln, die kenne ich, die machen ja kein Geld, sondern ich will ein anderes System installieren. Auch das ist mit wenigen Klicks möglich. Das ist so, ich sag mal, das ist das Komplizierteste im Algo Trading überhaupt, wenn wir das jetzt betrachten. Aber auch das ist relativ einfach. Wir haben hier oben im MetaTrader Datei
Dann können wir hier den Dateiordner öffnen. Da waren wahrscheinlich schon die ein oder anderen auch mal drin, um vielleicht Indikatoren zu installieren. Da gehen wir einfach hier in den Ordner MQL4, gehen dann in den Ordner Experten. Und hier sehen wir, das sind die Systeme, die wir hier auch im MetaTrader haben. Das heißt, Handelssysteme, die wir jetzt wo auch immer her haben, können wir jetzt einfach hier einfügen. Das machen wir gleich mal gemeinsam direkt zusammen. Ich schiebe einfach ein Handelssystem hier rein. So, das dauert eine Sekunde. Dann kann ich den Ordner wieder schließen. Gehe in mein MetaTrader. Und das System ist noch nicht da. Von daher mache ich einfach einen Rechtsklick auf Experten, klicke auf Aktualisieren. Und zack, sehe ich das System, was ich gerade installiert habe. So, wie ist jetzt hier der Workflow, wenn ich das aktivieren möchte? Genauso wie bei den Testsystemen. Ich ziehe das System einfach hier rein. Das andere möchte ich stoppen. Kann hier meine Werte angeben, klicke auf OK und das System ist wieder aktiv. Also relativ einfach. Wenn wir es ein, dreimal gemacht haben, dann brauchen wir wahrscheinlich 10 Sekunden dafür. Also auch da keine Angst vor haben. Die Installation ist genauso einfach oder kompliziert, je nachdem, wie man es sehen möchte, wie die Installation von einem einfachen Indikator. Denkt man Indikator, wenn schon die einen oder anderen mal zusätzlich installiert haben, den Supertrend oder was es auch immer da draußen für kreative Versionen gibt von Indikatoren, das ist prinzipiell genau das Gleiche vom Ablauf her. So, jetzt haben wir unser System, wo auch immer es her ist, spielt gar keine Rolle momentan. Jetzt wollen wir aber wissen, wie profitabel ist das System eigentlich? Also ich habe mir jetzt vielleicht was Schönes gefunden mit einer schönen Performance-Kurve, egal von woher. Und jetzt möchte ich mal herausfinden, was war denn zumindest in der Zukunft? Ganz wichtig, Werte aus der Vergangenheit sind mal keine Garantie dafür, dass die auch in der Zukunft genauso laufen. Leider nicht. Es wäre schön so, das dürfen wir nicht verwechseln. Aber wenn ein System in der Vergangenheit schon gar nicht profitabel war, dann ist es, denke ich mal, noch unwahrscheinlicher, dass es in der Zukunft genau jetzt, wo wir das System anfangen zu handeln, plötzlich profitabel wird. Und daher gibt es im MetaTrader den sogenannten Strategietester. Der ist auch kostenlos im MetaTrader mit dabei. Und der versteckt sich hier oben. Das ist die kleine Lupe. Und dann sehen wir auch schon, geht hier unten das Fenster auf. Und das ist der sogenannte Strategietester. Und mit dem Strategietester können wir unsere Strategien aus der Vergangenheit anwenden. Das heißt, auch relativ einfach, ich wähle hier einfach mal das Testsystem aus, was wir gerade installiert haben. Ich sage, lieber Strategietester, ich möchte das System auf den Euro-Dollar testen. Ich möchte als Zeitperiode Stunden-Candles nehmen. Ich möchte es möglichst genau haben, das heißt alle Kurse verwenden. Und vom Zeitraum her möchte ich jetzt einfach mal von 2016 an bis heute, jetzt hier Ende 2019, das System testen, sprich so lange, wie das System historische Daten hat. Und jetzt gehe ich nochmal in die Optionen. Das ist genau das Fenster, was wir auch gerade am Chart hatten. Und hier kann ich meine Parameter einstellen, je nachdem, was wir für Optionen haben, die Tiefe vom SMA, den MACD, den Take Profit oder das Volumen, klicken ja auch einfach auf OK und dann sind wir nur noch einen Klick entfernt. Jetzt klicken wir auf Test starten und dann läuft der Backtest auch schon. Wir sehen, dass der Balken gleich zweimal wahrscheinlich durchlaufen wird. Zack, so. Einmal läuft er durch, um die historischen Daten quasi aufzubereiten. Das heißt, wir können nur dann wissen, was in der Vergangenheit lief, wenn wir auch historische Daten dafür haben. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Und im zweiten Durchlauf müssen wir uns das so vorstellen, dass der MetaTrader das Handelssystem hat, die Daten vom 1., 2., 3., 1.2016 und so weiter. Also der geht jeden einzelnen Tag oder jede Stunde, in dem Fall sind es ja Stunden-Candles, sonst würde er auch jede Minute durchgehen und prüft, was wäre wenn. Was wäre, wenn heute der 2.1.2016 wäre, wann gehe ich long, wann gehe ich short. Das heißt, er spielt quasi die Vergangenheit extrem schnell nach. Da gibt es noch den visuellen Modus, den können wir uns gleich auch nochmal angucken. Der sieht ein bisschen spannender aus als einfach nur den Balken hier. Im visuellen Modus
sehen wir die Vergangenheit im Chart viel, viel schneller dargestellt. Das heißt, der Chart rennt quasi durch mit den vergangenen Daten aus den letzten Monaten und Jahren. Und dann können wir live mitverfolgen, da ist er reingegangen, da ist er rausgegangen, da gab es einen Stop-Loss, Take-Profit und so weiter. So, das dauert kurz ein paar Sekunden. Wir müssen nicht komplett durchlaufen lassen. Wir können zwischendurch auch abbrechen. Schauen wir so lange kurz in die Fragen noch rein. So, wie kompliziert ist es, wenn zum Beispiel ein System in einer anderen Plattform, zum Beispiel Pro Realtime, geschrieben wurde und ich es im MetaTrader 4 anwenden möchte? Gibt es eine Art Konverter? Eine Art Konverter gibt es dafür nicht. Wie kompliziert ist es? Das System muss quasi komplett neu programmiert werden. Pro Realtime hat eine eigene Programmiersprache, der MetaTrader 4 hat eine eigene Programmiersprache, der MetaTrader 5 hat eine eigene Programmiersprache, der Agena Trader, also jedes System hat eine eigene Programmiersprache und da können wir leider nicht ein System nehmen und mit zwei, drei Klicks umwandeln, sondern die Systeme müssen komplett neu programmiert werden. Das ist leider so. Es gibt für sehr, sehr einfache Systeme, gibt es im Internet ein paar Konverter, was zumindest MetaTrader 4 zu 5 angeht, aber die Tests haben gezeigt, dass das eigentlich eher Probleme generiert, als wirklich funktioniert. Aber plattformübergreifend, also vom Pro Realtime auf MetaTrader oder vom MetaTrader auf NinjaTrader, das ist eine komplette Neuentwicklung. Also das muss man wirklich komplett neu programmieren und das ist dann schon je nach Art des Systems natürlich etwas relativ komplex. Wenn Sie jetzt 20, 30 Filter oder Indikatoren verwenden, ist es natürlich komplexer, als wenn Sie eine einfache Strategie verwenden, wie zum Beispiel Long oder Short, wenn der Kurs den SMA kreuzt. So, das heißt, Aufwand oder Komplexität wird immer daran festgemacht, wie viele Filter, wie viele Indikatoren, wie viele Überprüfung hat das System. So, handelt das System nur, wenn auf dem Computer oder auf dem Rechner gestartet wurde oder kann ich ausloggen und es läuft vom Server die ganze Zeit weiter? Ja, Stichwort Trading Server oder Server VPS, wie es auch genannt wird, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Richtig ist, das System, die ich jetzt hier, oder die Systeme, die ich im Chart angewendet habe, die laufen nur dann, wenn der MetaTrader auch an ist. Also mache ich den MetaTrader aus, handelt kein System mehr. Mache ich den MetaTrader an, handeln alle Systeme. Aber da kommen wir gleich nochmal in den nächsten Minuten darauf zu sprechen. Das ist so Stichwort Trading Server. Da kann ich gerne noch mal ein paar Punkte noch mal zu erzählen. Also, bevor wir mit den Fragen weitermachen, stoppe ich einfach mal kurz den Backtest, um uns das genauer anzugucken. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier die historische Kurve. Die sieht jetzt natürlich einigermaßen ganz schön aus. Wir sehen hier im Reiter Ereignisse zum Beispiel jede einzelne Aktivität aus der Vergangenheit. Wir sehen, das System hätte am 6.01.2016 um Mitternacht eine Buy-Stop-Order gesetzt und eine Sell-Stop-Order zu diesen Preisen. Hier ist der Stop-Loss. Wir können also wirklich alles einzeln nachverfolgen. Wir sehen die Gewinne und Verluste, den historischen Kontostand, die Bearbeitung der Orders. Das heißt, hier wurden Einstiegspreise geändert, hier wurden Orders gelöscht, neue Orders gesetzt. Und das können wir alles einzeln nachprüfen. Von, je nachdem, wie wir es eingestellt haben, von 2016, von 2010 an oder von 2000 an bis heute komplett durchtesten und analysieren. Sehr wahrscheinlich werden wir uns hier nicht jeden einzelnen Trade rauspicken und uns die einzelnen Aktionen angucken, aber um zum Beispiel Fehler zu finden, um ein paar Sachen zu verifizieren, ist es auf jeden Fall ganz nützlich, diese Ausgabe hier zu sehen. So, dann haben wir Diagramme, das haben wir gerade schon gesehen. Eigentlich das, was die meisten mal sehen wollen. Aber noch viel wichtiger ist zum Beispiel der Reiterbericht. Hier in dem Reiter haben wir Kennzahlen, die enorm wichtig sind für uns. Zum Beispiel, wie groß war eigentlich der maximale Rückgang? Also wie viel Verlust oder welche große Verlustphase hätte ich in der Vergangenheit erlebt oder erleben müssen, um das System laufen zu lassen? Hier sehen wir, haben wir maximalen Rückgang zum Beispiel von, also maximalen Drawdown von 300 Euro gehabt. Wir sehen, der größte Gewinntrade war bei 305 Euro, der größte Verlusttrade war bei minus 45 Euro. Durchschnittlich sind die Gewinntrades
Trades bei 74 Euro, durchschnittlich sind die Verlusttrades bei 23 Euro und so weiter. Also viele, viele Kennzahlen, die gerne immer vernachlässigt werden. Also bei vielen ist immer der Fokus hier. Schöner Chart, nehme ich sofort, handel ich weiter, aber wichtig sind dabei immer die Kennzahlen. Nur mit den Kennzahlen können wir wirklich einigermaßen professionell das Ganze angehen. Denn wenn ich nicht weiß, welchen maximalen Drawdown ich in der Vergangenheit erlebt hätte, beispielsweise in den letzten 10 Jahren, wie soll ich dann wissen, wie viel Geld ich brauche, wie viel Verlust ich aushalten muss und wie viel Volumen ich eigentlich handeln kann? Das heißt, wenn ich ein System habe, was in den letzten 10 Jahren einen maximalen Drawdown von 1.000 Euro hatte mit 0,1 Lot, dann weiß ich schon mal, ich brauche mindestens 1.000 Euro auf dem Konto, zuzüglich die Margin von knapp 350 Euro, wenn ich 0,1 Lot handeln möchte, dann eventuell noch ein bisschen Slippage oder eventuell Gebühren dazu berechnen. Also sage ich einfach mal, ich brauche schon mindestens 2.000 Euro auf dem Konto, um zum Beispiel das System laufen zu lassen. Oder anderes Beispiel, ich habe maximalen Drawdown von 10.000 Euro mit einem Lot, aber ich habe nur 3.000 Euro auf dem Trading-Kapital, auf dem Trading-Konto. Dann weiß ich, ich muss mit dem Volumen runtergehen, um diesen Drawdown eigentlich auszuhalten. Und der Fehler, den viele hierbei machen, ist, diese Drawdown-Zahl völlig zu ignorieren. Und das erleben wir beispielsweise leider auch sehr oft. Maximalen Drawdown oder jede Kennzahl, die wichtig ist, die verstecken wir nicht, sondern die kommunizieren wir ganz klar. Man weiß im Vorfeld, okay, dieses System zum Beispiel hat in den letzten 10 Jahren einen maximalen Drawdown gehabt von 2.000 Euro. Dann fangen die Trader an, das System zu handeln, es läuft live und dann haben sie 2-3 Wochen keinen Gewinn, 4 Wochen keinen Gewinn und dann haben sie einen Verlust von 100, 200, 300 Euro und machen das System dann aus. Mit dem Fazit, das System funktioniert nicht, das verdient kein Geld, das ist total der Betrug. Und das ist der größte Denkfehler, weswegen es leider immer sehr, sehr oft so ist, dass, nicht immer, aber sehr oft, dass die Verluste vor dem Bildschirm sitzen. Das klingt sehr fies, das ist gar nicht böse gemeint, aber die sind die Erwartungen einfach oft völlig fernab der Realität. Also ich kann nicht sagen, das System hat in den letzten 10 Jahren 1.000 Euro verloren maximal. Aber wenn ich jetzt ankomme am Markt und ich das System laufen lasse, bei mir passiert das nicht. Bei mir habe ich maximalen Drawdown von 100 Euro. Das geht nicht. Also wenn ich weiß, in den letzten 10 Jahren ist etwas mal passiert, dann muss ich auch davon ausgehen, dass es auch in der Zukunft auftreten wird. Und ich muss auch damit rechnen, dass es in der Zukunft vielleicht noch extremer auftauchen wird. Also es ist keine Garantie dafür, dass das System auch in der Zukunft keinen höheren Drawdown erreichen wird. Wie gesagt, das ist ein Weg in die Vergangenheit. Das können wir nehmen als Rahmen für die Zukunft, um uns zu orientieren. Aber eine Garantie für die Zukunft ist das auf jeden Fall nicht. So, dann guck ich nochmal kurz in die historischen, nicht in die historischen Daten, sondern in die Fragebox rein. Wie kann ich historische Daten im MetaTrader speichern? Bei mir wirft der MetaTrader die Datei raus, sobald ich ihn ausmache. Historische Daten, genau. Gehen wir gleich mal auf den Punkt direkt ein. Um den Test durchzuführen, brauchen wir natürlich historische Daten. Das heißt, das System kann den Euro-Dollar Februar 2012 nur dann simulieren, wenn es auch die historischen Daten davon hat. Und da gibt es auch kostenlos im MetaTrader die Funktion hier oben unter Extras. Historiendatenbank. Und hier kann ich die Daten verwalten. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel auf den US-Dollar Schweizer Franken gehen, klicke auf Tagescandles, warte ein paar Sekunden, dann bekomme ich hier die historischen Tagesdaten, die ich habe. Ich sehe also hier, US-Dollar Schweizer Franken am 7.5.2018 hat einen Öffnungskurs von X hoch von Y, T4, Schlusskurs da und so weiter. Das sind die historischen Daten und hier können wir sie auch mal gegenprüfen, die der Strategietester hier unten nutzt. Das heißt, das System, was wir gerade getestet haben, hat den Euro-Dollar getestet auf Stunden-Candles und dann sehen wir, genau das sind die Daten, die das System eben verwendet hatte. Wenn wir eigene Daten importieren wollen, geht es relativ einfach. Wir haben hier unten
den Button Import. Da klicken wir einfach auf. Dann suchen wir die Datei, die wir haben. Formatieren das noch kurz. Das ist so ähnlich wie bei Excel. Falls Sie da schon mal eine CSV-Datei importiert haben, dann muss man auch kurz angeben, wie werden die Spalten getrennt, im Komma, mit Tab, Leerzeichen, was auch immer. Gibt es ein Volumen drin? Soll er die erste Zeile mitnehmen? Ja, nein. Es dauert hier ein bisschen, dann klicken wir auf OK. Dann brauchen wir ein bisschen Geduld, bis das Ganze eingespielt ist. Klicken wir auf OK und dann sind die Daten auch schon da. Dass das Problem auftreten kann, dass die Daten rausgehauen werden, das kenne ich so nicht. Was natürlich passieren könnte, ist, dass die Daten überschrieben werden, aber dass er die nicht speichert, das kann ich mir gar nicht erklären momentan. So, wenn ich den Chart mitlaufen lasse, bei Stufe 31 ist es noch sehr langsam, bei der Stufe 32 zu schnell, gibt es dazwischen noch eine Stufe, achso, visueller Modus ist wahrscheinlich gemeint, ja, da gibt es leider nicht. Wir haben hier im Backcaster noch die Funktion visueller Modus. Wenn ich heraufklicke, dann kann ich hier noch die Geschwindigkeit einstellen. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal, dann sehen Sie das auch da draußen. So, was macht er jetzt? Er bereitet historisch den Chart vor vom Euro-Dollar auf Stundenbasis von 2016 an bis heute. Und wenn er die Daten geladen hat, also das erste Mal hier unten der Balken durchgelaufen ist, dann sehen wir quasi einen Live-Chart in der Vergangenheit. Und die Geschwindigkeit davon können wir hier über einstellen. Das heißt, hier durchläuft die Vergangenheit ganz, ganz langsam. Und hier durchläuft die Vergangenheit so schnell, dass wir eigentlich nicht hinterher gucken können. Beim Testen wird es gerne mal genommen, dass wir zum gewissen Event springen. Wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Dann haben wir einen Punkt erreicht. Dann stoppen wir das Ganze, also pausieren das Ganze oder setzen die Geschwindigkeit runter. Aber leider gibt es hier keine Stufe zwischen 31 und 32. Ich weiß, 32 ist zu schnell, um irgendwie noch was zu sehen. Und 31 ist vielleicht ein bisschen zu langsam manchmal. Aber da gibt es leider keine Stufe dazwischen. So, was haben wir hier noch? Können Sie den Ton besser machen? Danke. Ist der Ton so schlecht? Ansonsten, wenn die anderen auch das hören, gerne nochmal ein Feedback dazu abgeben. Dann schaue ich gleich nochmal nach. So. Jetzt sehen wir hier oben, der Chart ist da. Jetzt lädt er noch, ist kurz eingefroren, dann geht es aber weiter. So, und jetzt sehen wir das. Wir sehen hier, ach, die Candles an. Zoomen ein bisschen rein. Wir sehen hier, das ist der Euro-Dollar vom, ich muss mit der Maus rauf, muss glaube ich der 2.1.2016 sein. Und je nachdem, wie ich hier mit der Geschwindigkeit hin und her spiele, durchläuft das langsam oder wenn ich ganz weit rechts rübergehe, dann sehen wir es, durchläuft die Vergangenheit ganz schnell. Wenn es Trades gibt, dann sehen wir die hier im Chart. Wenn es ein Stop-Loss oder Take-Profit gibt, jetzt sehen wir es. Sehen wir es kurz. Sehen wir hier, hat eine Buy-Stop-Order gegeben. Hier die rote Linie ist der Stop-Loss. Hier wurde der Preis öfters mal angepasst und so weiter. Also das können wir zum Beispiel im visuellen Modus verfolgen. Ich kann das Ganze wieder starten, dann läuft es wieder schneller durch oder stoppen und so weiter. Das ist der visuelle Modus. Wenn wir ihn nicht aktivieren, dann läuft das Ganze einfach nur im Hintergrund. Das heißt, wir sehen es einfach nicht, aber das Ergebnis ist das gleiche. Hat den Vorteil, dass das Ganze schneller geht. Wenn wir den visuellen Modus anhaben, ganz klar, dann dauert das wirklich viel, viel länger und braucht auch etwas mehr Ressourcen vom Computer, weil er einfach viel mehr visualisiert als ohne. So, dann schließen wir das Ganze. Ich gucke noch mal kurz in das Feedback. Der Ton stoppt manchmal oder ist etwas schlecht, ja. Gut, ich werde mal schauen, dass wir beim nächsten Webinar ein anderes Mikrofon verwenden. Das kann ich jetzt leider auf die Schnelle nicht noch ändern, aber ich hoffe mal, dass wir die nächste halbe Stunde noch so weit durchbekommen. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Server. Server wurde ja gerade auch schon angesprochen. Was ist eigentlich Server? Was kann ich eigentlich damit machen oder welche Vorteile habe ich? Wir sehen ja hier, ich bin auf dem Mac unterwegs. Das ist hier eigentlich mein Computer und ich weiß gar nicht, ob man die Animation sieht. Ja, sollte man sehen. Trading Server.
mache das Ganze mal kleiner. Wir sehen also hier, das hier ist mein Trading-Server. Wir sehen, es ist eigentlich ist das Windows. Ja, unten kennen wir das auch. Hier sehen wir es auch. Das typische blaue Windows. So. Was ist, wenn ich das Fenster jetzt zumache? Ja, oder was ist generell der Trading-Server? Fangen wir mal so an. Wichtig ist, dass ein Handelssystem immer rund um die Uhr läuft. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt natürlich Systeme, die handeln beispielsweise nur die DAX-Eröffnung von 8 Uhr, 9 bis 10 Uhr. Dann muss ein System natürlich nicht um Mitternacht laufen oder auch nicht um 15 Uhr laufen und auch nicht sonst wann laufen. Das ist klar. Aber die meisten Handelssysteme, die handeln immer rund um die Uhr. Gerade im Währungsbereich, das ist ja so der geliebte Vorteil von den Devisen, die handeln rund um die Uhr. Und dann können wir halt nicht um 8, 9 Uhr aufstehen, den MetaTrader öffnen und sagen, so Handelssysteme, jetzt dürft ihr mal ein bisschen was machen. Und dann um 12 Uhr will ich vielleicht mein Notebook zusammenklappen und irgendwo hingehen oder was auch immer machen, meinen Computer neu starten. Dann kann ich nicht sagen, so Handelssysteme, jetzt ist aber auch wieder gut. Jetzt muss ich euch ausmachen und jetzt dürft ihr nicht mehr handeln. Kann man machen, aber macht wirklich relativ wenig Sinn, bis gar keinen Sinn. Denn, was hier auch sehr viele unterschätzen, die Ergebnisse, die wir hier im Backtest haben über Jahre lang, die basieren auch darauf, dass wir zu jeder Minute am Markt aktiv sind. Das heißt, dass das System zu jeder Minute am Markt aktiv sein darf. Um Mitternacht, um 12 Uhr, um 10 Uhr, 9 Uhr, 8 Uhr, wann auch immer. So. Und wenn ich dann herankomme und sage, ich lasse das System nur dann laufen, wenn ich beispielsweise am PC bin oder gerade auf Arbeit bin, dann haben wir ein ganz anderes Ergebnis. Dann schneiden wir uns ganz viel ab und sind quasi nur noch von 8 Uhr bis 18 Uhr am Markt unterwegs. Und dann ist das Ergebnis natürlich nicht so, wie wir es im Backtest gesehen haben, auch nicht annähernd. Also dann ist der Backtest völlig umsonst oder hat wenig Aussagekraft, wenn wir es nicht durchgehend laufen lassen. Und das Problem ist, gar keine Frage, zu Hause bekommen wir den durchgehenden Betrieb einfach nicht hin. Ich weiß, ganz viele sind der Meinung, dass sie das schaffen, aber spätestens nach ein, zwei Wochen merken sie dann, dass sie es doch nicht schaffen. Denn wir haben zu Hause einfach zu viele Sachen, die immer dafür sorgen, dass der MetaTrader nicht durchgehend an ist. Windows-Updates, wir installieren irgendwas, dann müssen den Computer neu starten, Stromausfall, das kommt wahrscheinlich oder sehr oft nicht so oft vor in Deutschland, aber Internetprobleme, oder das Internet ist gerade langsam, weil wir vielleicht irgendwelche Filme oder Serien gucken oder. Es kommt immer was vor. Spätestens die sogenannte DSL-Zwangstrennung, die alle 24 Stunden nachts durchgeführt werden, wenn wir es nicht mitbekommen und schlafen. Es gibt so viele Faktoren zu Hause, die dafür sorgen, dass das System nicht rund um die Uhr laufen kann. Und deswegen sollte man, wenn man es wirklich einigermaßen professionell betreiben möchte, immer auf einem Trading-Server laufen lassen. Das sehen wir hier quasi. Das heißt, ich verbinde mich mit einem Computer. Ein Trading-Server ist quasi ein Computer, der in einem professionellen Umfeld steht, das heißt in einem sogenannten Serverraum. Und der Serverraum ist genau dafür ausgelegt, dass die Computer, die dort laufen, wirklich rund um die Uhr auch laufen. Ja. Die Frage kam jetzt auch noch rein, Linux-Server gehen auch? Nein, es muss ein Windows-Server sein, denn der MetaTrader läuft generell nur auf Windows. Vielleicht gibt es auch wie beim Mac, ich weiß es gerade gar nicht genau, so eine Spezialversion vom MetaTrader, aber fürs IO-Trading sind die leider auch nicht geeignet. Wichtig ist da wirklich einen Windows-Server zu haben, der durchgehend an ist. Denn dann kann ich jetzt quasi nach dem Webinar, klappe ich mein Notebook zusammen, mache hier alles aus, der MetaTrader bleibt auf, ich trenne nur die Verbindung zu dem Server, also zu dem entfernten Computer im Rechenzentrum und da läuft alles weiter. Dann laufe ich nach Hause, hole mein Smartphone oder mein Tablet raus, verbinde mich hier wieder auf den Trading-Server und kann gucken, was gerade momentan los ist. Habe ich genau diese Ansicht und nicht die abgespeckte Ansicht, die wir beispielsweise auf dem Smartphone haben, wenn wir die MetaTrader verwenden. Da sehen die Charts relativ bescheiden aus. Eigentlich ist die App praktisch dafür, um zwischendurch mal auf dem Konto zu gucken. Aber wenn ich beispielsweise auf Arbeit bin und ich mir dann nichts installieren möchte oder nichts installieren darf oder ich sonst wo bin, beim Freund zu Hause oder so, dann will ich mir vielleicht nicht den MetaTrader erstmal installieren, sondern ich verbinde mich einfach mit dem Trading-Server, mache hier das System an, aus, checke ein paar Positionen, mache das Ganze wieder zu und das ganze System läuft weiter.
Das ist der große Vorteil von Trading-Servern. Ich weiß, viele wollen hier was sparen bei den monatlichen Kosten. Gar keine Frage. Macht prinzipiell auch auf jeden Fall Sinn, im Trading oder generell die Fixkosten generell zu halten. Aber wer beim Trading-Server spart, der spart da wirklich falschen Ende, weil wir zu Hause einfach wirklich nicht hinbekommen, das Ganze durchgehend laufen zu lassen. Das ist der große Vorteil von Trading-Servern auf jeden Fall. Gut. Spannendes Thema, denke ich mal, ist die Frage überhaupt, was kann ich überhaupt erwarten? Was ist realistisch und was ist nicht realistisch? Das ist, glaube ich, das größte Problem, woran viele daran scheitern, dass die Erwartungen hier völlig falsch sind. Wir können ja gerne einfach mal in den Chat schreiben, was so Ihre Erwartungen sind am Algo-Trading von der Rendite her. Vielleicht prozentual. Was sind so Ihre Erwartungen jährlich? Wie viel Rendite würden Sie im Jahr haben, um zu sagen, ja, Algo-Trading oder ein Handelssystem, das würde ich mir holen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Können Sie gerne mal in den Chat schreiben, was Ihrer Meinung nach ausreichend ist, um damit anzufangen. Hier kann noch rein, und er kostet Sie auch nicht die Welt. Ja, genau. Trading-Server kosten wirklich nicht die Welt. Wenn ich mir manche Trader oder manche Konten angucke, wo täglich ein Kleinwagen verbrannt wird oder monatlich, und dann spart man da eventuell beim Trading-Server für 10, 20 Euro im Monat, das ist definitiv am falschen Ende gespart, muss man dazu sagen. Wo kann man einen Trading-Server mieten? Ja, da geht die Frage auf jeden Fall an die richtige Stelle. Einfach auf unserer Seite beispielsweise, algo-camp.de, da können wir hier oben mit der Maus auf Produkte gehen, auf Trading-Server klicken und dann sehen wir noch ein paar Informationen zu den Trading-Servern und hier unten sehen wir auch die verschiedenen Pakete, die es gibt. Das heißt, wir haben für jeden Trader hier so das passende Paket geschnürt. Ob ein kleiner Server, also ob jemand nur ein, zwei Systeme laufen lassen möchte oder ob jemand 10 Systeme laufen lassen möchte, verschiedene MetaTrader-Versionen installiert und so weiter, da gibt es eigentlich für jeden das passende mit dabei. So, jetzt bin ich mal gespannt, welche Prozentzahlen so herumkommen. Ich sehe hier 20% im Jahr, 5-8% im Jahr, 5% monatlich, 50-100 Euro im Monat. Mm-hmm. 20% Rendite mindestens nach Gebühr, sonst macht die Beschäftigung keinen Sinn. Okay, das ist interessant. Bei einer absoluten Zahl, 50 bis 100 Euro im Monat, muss ich sagen, ist gar kein Problem oder aber auch ist total übertrieben, ist natürlich stark abhängig, wie viel Kapital wir haben. Wenn ich jetzt nur ein 1.000-Euro-Konto habe, dann sind die Erwartungen bei knapp 100, je nachdem, wenn wir jetzt 100 Euro im Monat machen wollen, dann haben wir eine Jahresrenditeerwartung von über oder von guten 100%. Das ist definitiv zu viel. 5% im Monat sind wir auch bei 60% im Jahr, ist auch schon ganz schön viel. 5-8% ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zahl. Da können wir auch durchaus gut drüber liegen. Dann haben wir hier 20% im Jahr. Auch sehr realistisch, muss ich sagen. 20% mindestens, 38% im Jahr. Ja, ist schon die höhere Grenze. Aber prinzipiell muss ich sagen, liegen sie da alle gar nicht so falsch. Denk mal nur das Größte, was auf jeden Fall war, sind jetzt 50-60% im Jahr. Wir müssen es mal so sehen. Was schaffen andere im Markt? Ich meine, wenn wir uns die großen Fondsmanager, die großen bekannten Trader angucken, da kriegt keiner 60% auf Dauer hin. Ich glaube, auch nicht im Jahr, oder nicht nur einmal, nicht einmal im Jahr, auch nicht über 2 Jahre, sondern das ist auf jeden Fall viel zu hoch, was das angeht. Ich weiß gar nicht genau, wo die durchschnittliche Rendite liegt bei den großen Fonds oder bei den größten Fonds oder den großen Managern. Aber die sind auf jeden Fall nicht in der Region von 40-60%. Und ganz wichtig ist hierbei immer, dass wir diese Vergleiche manchmal ziehen. Das heißt, ich kann nicht herangehen und die Erwartung haben, dass ich als frischer Trader oder als frischer Algo-Trader
herankomme und ich es jetzt schaffe, 60% im Jahr zu machen oder ich 30, 40% im Jahr erziele, dann müssen wir immer auf den Punkt durchschnittlich achten. Das ist immer ganz wichtig. Auch ein Punkt, das ist auch mal eine Folie, die ich eigentlich immer fast in fast jeden Vortrag mit einbaue, weil die sehr, sehr wichtig ist, ist das Verständnis zum Beispiel vom Durchschnitt überhaupt zu verstehen. Wenn wir beispielsweise sagen, ein System verdient durchschnittlich 3% im Monat, dann bedeutet das nicht, dass ich Ende Januar 3% habe, Ende Februar 3%, Ende März 3%, sondern dann bedeutet das, dass ich im Januar 0% mache, im Februar 6% und im März dann mal minus 10%. Aber im Durchschnitt, also über ein paar Monate, über ein paar Jahre, bin ich dann durchschnittlich bei 3% beispielsweise. Also es ist auch ein sehr, sehr großes Problem bei vielen Trader, dass sie da wirklich Ende des Monats oder nach wenigen Wochen raufgucken und sagen, wo sind denn meine 3%, die ich durchschnittlich angeblich gemacht habe in den letzten 10 Jahren. Ganz wichtig, Durchschnitt bedeutet wirklich leider nicht das, was wir uns gerne wünschen oder vorstellen, dass wir wirklich das jedes Jahr oder jeden Monat dazu machen. So, ich gucke mal kurz rein, ob es hier noch Prozente gab. Genau. Was sagt die Erfahrung? Ich bin inzwischen ja seitdem ich eigentlich laufen kann, bin ich in dem Bereich auch schon aktiv. Mit 15 hatte ich damals angefangen, meine Ausbildung in einer Vermögensverwaltung zu machen. Und die Vermögensverwaltung hat ausschließlich automatische Handelssysteme genutzt. Mit Eigenkapital gehandelt. Das heißt, ja, ich bin eigentlich, seitdem ich 15 bin, beschäftige ich mich mit dem Thema. Und in den Jahren habe ich einige Systeme gesehen, die gut funktionieren, einige Systeme gesehen, die unfassbar gut funktioniert haben, aber auch sehr, sehr viel Durchschnitt. Und von daher kann ich so ein bisschen abschätzen, was da draußen möglich ist, was machbar ist und was nicht machbar ist. Ich kann natürlich viel erzählen, das will ich jetzt gar nicht zu weit ausbauen, sondern ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf ein paar Live-Konten, auf ein paar Ausflüge, um einfach mal ganz klar zu sehen, was ist überhaupt möglich, ohne jetzt aus der Geschichtenkiste zu erzählen. So, wir haben ja momentan, oder gerade haben wir MetaTrader hier die Starterbox von uns, das ist ein Handelssystem von uns, von AlgoCamp, kurz als Beispielsystem genutzt. Gucken wir doch einfach mal auf die Performance. Das System ist bei meinem Xbook auch angehangen. Ich glaube, das müsste auch auf unserer Seite verlinkt sein. Und da sehen wir haben hier ein Live-Konto, das läuft bei FXWert. Das sehen wir auch hier oben. Das ist verifiziert, also nichts Gelogenes, kein historischer Backtest. Es ist ein Live-Geldkonto, Echtgeldkonto bei FXWert. Da läuft die Starterbox drauf. Was sehen wir hier? Der öffentliche Rekord läuft von 2017 an, also von Juli 2017 an bis heute. Das heißt, wir sind hier knapp, ja, so 1,5 Jahre läuft das Ganze schon. Sagen wir einfach, es läuft schon 2 Jahre und wir sind jetzt hier bei 42% Gesamt. Das heißt, wir haben hier knapp 20% im Jahr gemacht. So, was fällt uns aber auf, wenn wir auf die Performance gucken, wo auch sehr viele scheitern? Wir sehen hier einen traumhaften Start, lief alles wunderbar und jetzt haben wir ich nehme das Performance hoch, seit hier haben wir ein paar Monate einen Drawdown oder eine Stagnationsphase, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die meisten Trader der Starterbox hier in dem Bereich, die beispielsweise hier angefangen haben, dass sie hier schon längst wieder aufgehört haben, obwohl es nur wenige Prozente sind. Oder sie haben vielleicht hier angefangen und hier wieder aufgehört. Ja. Was würde ich damit sagen? Auch in der Stichwort Durchschnitt. Das System hat klar 42% gemacht in 1,5 oder 2 Jahren, je nachdem, wie wir es sehen möchten, verdient. Es ist eine super Performance. Durchschnittlich sind wir dann bei ca. 20% im Jahr. Aber die Realität sieht nicht so aus, wie wir sie gerne mal sehen bei YouTube, Facebook, Instagram, wo auch immer. Performance-Kurven laufen nicht von unten links steil nach oben rechts. Das heißt, wenn ich eine Performance-Kurve sehe, die wie mit dem Lineal gezeichnet aussieht, dann sollte ich ganz schnell und ganz weit wegrennen. Das gibt es in dem Markt so nicht. Das sind in der Regel Martingale-Systeme oder Grid-Systeme und die sorgen eigentlich nur dafür, dass das Konto früher oder später gegen die Wand gefahren wird.
ist ein komplexes anderes Thema, aber was ich eigentlich mit nur sagen möchte, Handelssysteme laufen halt nicht wie im Bilderbuch. Sie laufen nicht von unten links nach oben rechts und machen nur Gewinne. Darf alles gehört dazu. In dem kompletten Backtest zum Beispiel von der Starterbox haben wir solche Phasen auch erlebt und auch noch schlimmere Phasen erlebt. Das ist Algo-Trading, das ist die Wahrheit. Und im manuellen Trading läuft es auch nicht anders. Das ist auch das Problem, wieso viele Trader einfach ihr Geld verlieren, weil sie halt solche Phasen nicht aussitzen können. Es läuft vielleicht gut, das Volumen wird angehoben und dann läuft es mal nicht so schlecht, das Volumen wird noch weiter angehoben, um die Verluste schneller reinzuholen. Hier hört man auf, eine Strategie zu handeln, holt sich eine neue Strategie, dann ist man Volumen-Trader, dann handelt man News, dann handelt man was auch immer. Dieses Hin und Her macht beim manuellen Trading die Tasche leer und beim Algo-Trading sieht es auch nicht anders aus. Also hier haben wir 20% im durchschnittlichen Jahr. Gucken wir auf die Algo-Signale. Das ist ein Signaldienst auch von AlgoCamp. Den haben wir vor 2 Monaten geschlossen, weil wir inzwischen relativ groß geworden sind und den Kreis von Anfang an exklusiv gehalten haben. Was haben wir hier? Performance von Mai 2018 bis heute, also noch nicht mal ein Jahr, knapp 10 Monate. Was haben wir hier verdient? 15,9%. Auch das ist die Realität. So, was haben wir hier für Probleme? Das hier vorne, das ist das, was sich die meisten immer wünschen oder vorstellen. Eine Performance, die fast durchgehend ohne Einbrüche nach oben läuft. Aber wir sehen, auch das ist nicht durchgehend, das ist nicht die Realität. Das kommt vor, aber es kommt auch sehr, sehr oft vor, dass die Systeme einfach in der Stagnationsphase sind, dass sie Prozente abgeben. Gar keine Frage. Wir waren hier zwischenzeitlich in einer sehr, sehr hohen Performance prozentual gesehen, haben wieder was abgegeben, aber was die meisten immer dabei vergessen ist, wir sind bei einer Jahresperformance von knapp 16%. Das Jahr ist noch nicht vorbei, wir haben noch 2 Monate, bevor die 12 Monate komplett um sind. So sieht die Realität nun mal aus. Nicht durchgehend wie mit dem Lineal hochgezeichnet. Schon noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Ich habe hier vorhin einen frischen Kontoauszug gezogen, ziemlich oben, 25. Februar um 15 Uhr. Da sehen wir Trades von 2016 an. Schauen wir auch mal durch das Ganze. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir, müssen wir mal kurz schauen, das Konto hat gestartet am Anfang, liegt jetzt bei 2.300 Euro, das heißt, wir haben jetzt ca. 1.350 Euro Gewinn gemacht, dann sind wir bei ca. 30-35% im Jahr. Wir sehen, wir haben sehr, sehr viel gemacht, also die Trade-List ist sehr groß, aber hier sehen wir beispielsweise auch eine Performance, die möglich ist. Sieht natürlich ganz schön aus, also ich denke mal optisch gefallen die Kurven eher als die anderen Kurven, aber wir müssen hier ein bisschen weiter reinzoomen, je länger der Chart geht, desto eher gehen die Details verloren. Auch hier beispielsweise. Hier haben wir einen relativ großen Drawdown gehabt. Den muss man überleben. Wir haben von hier eine Stagnationsphase gehabt. Die müssen wir überleben. Wir haben auch hier einen Einbruch gehabt. Das ist die Wahrheit. So sieht Algo-Trading in der Realität aus. Nicht von unten links nach oben rechts durchgezogen. So sieht es nun aus. Und deswegen, wenn Sie da draußen irgendwo Systeme sehen, die perfekt aussehen oder nach dem heiligen Gral riechen, dann ist wirklich meine Empfehlung einfach nur ganz schnell und ganz weit wegrennen, weil so nicht die Realität aussieht. Wir arbeiten beispielsweise auch heute mit sehr vielen Vermögensverwaltungen oder mit Family Offices zusammen und auch diese Einrichtungen haben nicht solche Systeme, die wie der heilige Gral laufen. Viele Vermögensverwaltungen sind froh, wenn die Systeme von uns bekommen, die einfach nur 5-6% im Jahr machen. Wir möchten aber hier 60% im Jahr machen mit unserem EA im Metatrader. Also da müssen wir mal schauen, was ist realistisch und nicht. Natürlich, gar keine Frage, ich habe auch Systeme gesehen, die liefen 12 Jahre lang am Stück ohne eine Veränderung und haben monatlich mehr als nur 100% gemacht. Sowas gibt es auch, gar keine Frage. Aber das ist, ich glaube, das erlebt man nur 1-2 Mal im Leben. Und das sind auch Systeme, die sind nicht für Privatanleger gemacht. Vielleicht kennen Sie das aus den Börsenfilmen. Es gibt Systeme, die brauchen einfach eine schnelle Leitung zur Börse. Da wird sich drum
darum gekämpft, weil die kürzeste Verbindung hat zum Serverraum, zum Börsenserverraum und so weiter. Es gibt auch Systeme in einer Liga, wo wir einfach nicht mitspielen, weil wir da einfach Milliarden oder Millionen brauchen, um überhaupt das ganze Leben laufen zu lassen. Das sind Systeme, die sehr, sehr viel Wartung und Zeit und Geld benötigen. Das ist aber nicht unsere Liga. Ich höre auch immer öfters Trader oder angehende Algo-Trader, die sagen, Meta-Trader oder CFD-Trading oder Devisen-Trading, da bin ich doch gar nicht schnell genug, da geht die Order nicht schnell genug über, da brauche ich ja mindestens noch 2 Millisekunden länger oder 2 Sekunden. In der Liga spielen wir einfach nicht. Das ist so auch meine Empfehlung. Ich würde kein System entwickeln wollen, was auf die Geschwindigkeit setzt. Die werden wir einfach immer verlieren. Gar keine Frage. Wenn wir mit CFDs oder Devisen handeln, auch wenn wir mit Futures handeln, das ist wirklich eine Liga, diese Zeitsysteme, in der wir einfach nicht mitspielen, in denen auch die Großen inzwischen nicht mehr mitspielen, weil es einfach zu teuer geworden ist und auch nicht mehr so rentabel geworden ist. Die Zeiten sind bald oder fast vorbei. So, dann schauen wir nochmal in die Fragebox. Was kam da alles noch auf? Es gilt für alle Börsensoftware der Trading Server, gilt auch Ninja Trader. Ja, Sie können auch den Ninja Trader auf dem Trading Server laufen lassen oder den Arjuna Trader, was auch immer. Prinzipiell verbieten wir Ihnen dann nichts, an Trading Software zu installieren. Das ist gar kein Problem. Das läuft auch. Können Sie gerne einfach mal ausprobieren. So, wie sicher laufen die Trading-Server? Die haben bestimmt auch ihre Macken nach Updates oder Internetunterbrechung. Bekommt man dann eine Info, wenn da was passiert, weil offene Positionen können sehr gefährlich werden. Sehr schön, dass Sie diesen Punkt ansprechen. Richtig, Trading-Server sind auch keine Monstermaschinen, denen nichts passiert. Wir haben inzwischen unsere Trading-Server seit 3 Jahren. Die sind alle sehr breit aufgeteilt, in Deutschland verteilt, sodass relativ, dass es quasi nicht vorkommen kann, dass plötzlich alle Server ausfallen. Wir haben in den letzten 3 Jahren haben wir so durchschnittlich alle 1,5 Jahre mal einen Ausfall. Und der Ausfall betrifft auch nicht alle Trader, sondern immer nur eine kleine Region. In der Regel sind das so 5% der Trader von uns, die einen Trading-Server haben. Da gibt es dann Probleme, dass der Server mal nicht erreichbar ist. Gar keine Frage. Natürlich schicken wir, sobald wir die Info haben, wir haben Systeme, die ganzen Systeme kontrollieren. Und wenn ein System sagt, Achtung, einige Trading-Server sind nicht mehr erreichbar, dann geht auch die Info von uns raus und dann wird sich auch direkt darum gekümmert. Was immer ganz wichtig ist, wir sollten natürlich immer für Notfall, der Notfall kommt nicht so oft vor, aber wir sollten immer für den Notfall noch eine Backup-Lösung haben. Das heißt, auf dem alten Notebook zu Hause noch den MetaTrader installiert haben oder die Telefonnummer zum Broker eingespeichert haben oder auf dem Smartphone eingerichtet haben, das kann immer vorkommen. Das ist genauso, wie unser Computer zu Hause auch mal plötzlich explodieren kann oder was passieren könnte. Was Updates angeht, bei vielen Trading-Servern, die es noch am Markt gibt, ist das ein großes Problem, dass der Anbieter der Trading-Server einfach sagt, es ist jetzt Freitag 15.30 Uhr, ich mache jetzt Windows-Updates und starte alles neu. Das kann durchaus passieren, aber das ist bei uns nicht so, weil wir wissen, wofür unsere Kunden den Trading-Server nutzen. Sie nutzen sie nicht, um ihre Urlaubsbilder auf der Webseite zu präsentieren, sondern um unter der Woche am Markt aktiv zu sein. Wenn Updates zwingend notwendig sind, dann werden die von uns angekündigt und dann werden die am Wochenende durchgeführt und nicht dann, wenn gerade der Markt offen ist. Also das ist nicht das Problem, aber klar, gar keine Frage, auch unsere Systeme können durchaus mal ausfallen. So, wie weit sollte man mindestens zurückschauen? Ich nehme an, Sie meinen beim Backtesten. Ich sag mal so, prinzipiell sollten wir immer mindestens bis 2010 zurückschauen. Dann ist die Frage, auf welcher Zeitbasis ist das System aktiv? Habe ich ein System auf Minutenbasis, dann ist 2010 auf jeden Fall ausreichend. Bei Stundencandles würde ich persönlich sagen auch. Wenn wir aber ein System haben, was auf Tagescandles oder auf Wochencandles unterwegs ist, dann sollten wir schon weiter zurückschauen, weil bei Tagescandles oder Wochencandles haben wir von 2010 an bis heute nicht so viele Candles quasi. Wir müssen es mal so sehen,
Wir haben nicht allzu viele Tage wie beispielsweise Minuten oder Stunden. Deswegen bei Tagescandles oder bei Stunden, bei Wochencandles würde ich immer noch weiter zurückgehen bis mindestens 2000 an bis heute. Ansonsten Minute, Stunde könnte auch 2010 reichen. Aber wie gesagt, keine Garantie, keine allgemeine Aussage, hängt immer ein bisschen von der Strategie ab und natürlich auch von den historischen Daten, die uns dann zur Verfügung liegen. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden und dann haben wir die Punktlandung auch schon geschafft. Wenn Fragen da sind, gerne her damit. Ich zeige Ihnen gerne noch abschließend eine Sache für alle, die immer noch interessiert sind oder immer noch ihren Plan aufrechterhalten wollen und sich für das Thema generell interessieren. Wir von AlgoCamp, wir sitzen nicht in Zypern, Panama oder sonst wo, sondern getreu unserem Partner FXWeb haben wir unseren Firmensitz in Deutschland. Wir sind eine GmbH aus Berlin, haben unseren Firmensitz in Berlin und wir beschäftigen uns genau mit dem Thema, worüber wir heute auch geredet haben. Das heißt, wenn Sie interessiert sind an der ganzen Sache, wenn Sie einen Trading-Server haben möchten, wenn Sie Handelssysteme sich zulegen möchten oder wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben zu dem ganzen Thema, kommen Sie gerne zu uns. Wir sind nicht aus der Welt. Wir sind immer da und immer erreichbar. Ansonsten können Sie sich natürlich auch gerne mit den Fragen an FXWeb wenden. Die können Ihnen da sicher auch weiterhelfen. Oder aber, wenn es da ein paar Fragen gibt, dann werden Sie natürlich auch gerne weitergeleitet. Liegt an Ihnen. Am Ende des Tages werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass all Ihre Fragen beantwortet sind. So, keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Auf die Sekunde genau. Ja, David, ich bedanke mich bei dir für den Vortrag. Ich hoffe, alle Teilnehmer konnten interessante Informationen mitnehmen und würde von meiner Seite auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und einen angenehmen Abend. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen, wünsche Ihnen auch allen einen schönen Abend und ja, hoffe, Sie konnten was mitnehmen und passen Sie gut auf Ihre Position auf und haben Sie einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüss.